Taiwans Westküste lädt im Januar nicht gerade zum Baden ein. Ein scharfer Wind weht über den Strand von Datan. Deng Kuxu ist das gerade recht. Das ist zwar nicht mein persönliches Traumwetter, weil es ziemlich windig und kühl ist, aber dafür ist es umso geeigneter für die Windräder. Hier an der Westküste haben wir sehr gute Bedingungen für Windkraft. Die Turbinen liefern 4 Monate im Jahr die volle Leistung. Herr Xu arbeitet für den staatlichen Energieversorger Taiwan Power. Er ist Spezialist, hat in England erneuerbare Energien studiert. Das macht ihn zum Exoten. Denn Windkraft ist noch Neuland für Taiwan. Und so stammen die 28 Turbinen in Datan alle aus ausländischer Produktion. Auch der deutsche Windkraft-Spezialist Enercon ist vertreten. Die stattliche Anlage bringt es auf knapp 70 Meter Höhe. Wir führen gerade die jährliche Wartung durch. Alles, was mit der Elektrik zu tun hat, dann die Mechanik, die muss gründlich gereinigt werden. Der Seewind setzt den Turbinen ganz schön zu. Das dauert 3 bis 4 Tage, bis wir hier fertig sind. Damit die Windanlage weiter effizient läuft, wird gleichzeitig die neueste Software aufgespielt. Doch auch wenn sich Herr Xu für Hightech Made in Germany begeistern kann, seine Lieblingsturbine besticht durch ganz andere Qualitäten. Ihr Mast ist mit einem bunten Blumenmuster überzogen, eine Referenz vor der Kunst der Hakka-Chinesen, die hier in der Nähe siedeln. Ein hübscher Farbtupfer. So wie der ganze Windpark eine Art grünes Aushängeschild für das Großkraftwerk Datan ist. Hier werden vor allem Gas und Öl verstromt, um 1/3 des Energiebedarfs von Nord-Taiwan zu stillen. Für die erneuerbare Energie fällt die Gesamtbilanz so mager aus, dass Herr Xu sogar vom chinesischen Mandarin ins Englische wechselt. Wir haben hier konventionelle Energie und wir haben Windkraft. Die Windturbinen erzeugen 1% der Gesamtleistung. 1%, und das gilt für ganz Taiwan. Bislang nur ein Wassertropfen im großen chinesischen Meer. Dabei ist in der Hauptstadt Taipeh die Luft zum Schneiden. Hier gibt das grüne Ampelmännchen den Rhythmus vor. Es scheint um sein Leben zu laufen. Über 6 Millionen wohnen im Großraum der Stadt, die nie zur Ruhe kommt und einen schier unstillbaren Energiehunger hat. Rund 99% seiner fossilen Energiequellen muss das hochtechnisierte Taiwan einführen, vor allem Öl und Kohle. Das macht die Insel wirtschaftlich abhängig und belastet die Umwelt. Taiwans Regierung will das ändern. Umweltminister Shen hat den Auftrag, der Windenergie einen mächtigen Schub zu geben. Um die CO2-Emissionen zu begrenzen, müssen wir 2 Wege beschreiten. Zum einen Energiesparen, also energieeffizienter einsetzen. Und zweitens auf erneuerbare Energien setzen. Und da spielt Wind zusammen mit Solarkraft die wichtigste Rolle. Wir haben uns das Ziel gesetzt, dass wir bis 2025 1000 Windturbinen sowohl an Land als auch offshore am Laufen haben und zusätzlich auch die Solarenergie ausbauen. Taiwan will die Leistung seiner Windenergie verachtfachen, aus freien Stücken. Denn das Land ist nicht Mitglied der Vereinten Nationen und hat deshalb auch das Kyoto-Abkommen nicht mit unterzeichnet. Trotzdem will Taiwan seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Das entspricht vielleicht dem tief verwurzelten Wunsch der Taiwaner nach Harmonie, auch mit der Natur. Ein Wunsch, den auch viele Gläubige im Longshan-Tempel in Taipeh empfinden, wo sie Guanyin, die Göttin des Mitgefühls, verehren. Die Luftverschmutzung wird zu einem immer größeren Problem in Taiwan. Windkraft könnte da sicher helfen. Erneuerbare Energie ist natürlich gut für die Umwelt. Vielleicht sollte man sich aber nicht komplett auf sie verlassen. Am besten wäre es wohl, ihren Anteil an der Gesamtenergieversorgung stetig zu erhöhen. Ilha Formosa, schöne Insel, so haben die Portugiesen einst Taiwan genannt. Will Taiwan diesem Namen wieder gerecht werden, dann braucht es mehr als Regierungsinitiativen für erneuerbare Energien. Der Unternehmer Xu Helai
hat seinen eigenen Wald gepflanzt. 15.000 Bäume sind es inzwischen und Herr Lai kennt sie alle. Das ist der Ginkgo biloba, den wir auch den Großvater-Enkelbaum nennen. Der Name kommt daher, dass der Baum so lange braucht, bis er fruchtbar ist. Das heißt, der Großvater muss ihn setzen, damit der Enkel die Früchte genießen kann. Der Baum ist inzwischen sehr selten in Taiwan. Die Blätter zeigen das männliche und das weibliche Prinzip. Hier das große Blatt ist der Junge in Shorts und das kleinere ist das Mädchen, das einen Rock anhat. Wer seinen Park besucht, braucht keinen Eintritt zu bezahlen. Herr Lai bittet nur darum, nicht zu rauchen, keinen Alkohol zu trinken und kein Karaoke-Gesang. Stattdessen einfach die Natur genießen und ein Gefühl dafür bekommen, dass sie etwas Kostbares und Schützenswertes ist. Ich habe diese Bäume gepflanzt, um ein Plädoyer für einen anderen Lebensstil abzugeben. Wir müssen unsere Bedürfnisse herunterschrauben. Umweltschutz ist allemal wichtiger als wirtschaftliche Erwägungen. Herr Lai möchte einen Wunsch im Herzen der Menschen verankern, ihren eigenen Wald zu pflanzen. Mit Wenko Xu, dem Windkraftspezialisten bei Taiwan Power, hat er hoch oben im Norden einen Bruder im Geiste. Ich habe erneuerbare Energien studiert und diese Technologie liegt mir ganz persönlich am Herzen. Wir haben hier in Taiwan ganz hervorragende natürliche Ressourcen, den Wind, die Wasserkraft. Wir sollten das wirklich nutzen und uns für einen nachhaltigen Umgang mit unserer Umwelt entscheiden. Der gute Wille ist da. Von einer Energiewende in Taiwan zu sprechen, ist aber sicher noch verfrüht.